willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hard Future. Heute ist außerdem noch dabei der Daniel. Hi Leute. So, und ich habe diese Folge vor, eine automatische Zuckerrohrfarm zu bauen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, die Bücherregale komplett aufzugraden auf Level 30. Wie man es sehen kann. Level 30. Und sonst haben wir es eigentlich nicht so viel gemacht. Also wir haben ein bisschen Feld halt angebaut. Ein bisschen waren wir auf Tour und haben ein bisschen Essen und andere Sachen geholt, wie Holz. Genau, wir haben Netherportal gemacht und die auch verlinkt. Das heißt, wir können jetzt auch in die Hölle gehen. So, ja. Und dann ist eine neue Regel, sag ich jetzt mal, dazu gekommen, nämlich, dass wenn man stirbt, wenn einer aus der Stadt stirbt, dass die anderen in der Stadt dann quasi so 25 Goldäpfel farmen und 10 Diamanten erfahren müssen und das müssen die dann opfern oder verbrennen, kaputt machen. Ja, und dann kann der gestorben ist, wieder ins Projekt mit rein, ne? Damit, weil sonst halt echt blöd, dadurch, dass jetzt auch, wenn man es hier außen sieht, der Jutox jetzt gestorben ist und direkt am Anfang, oder hat man halt gesagt, macht mir das so, weil ist zwar ein gutes Stück Farm, aber immer noch ganz geil. So, ich wollte jetzt diese automatische Zuckerrohrfarm bauen und ich denke, dafür seht ihr einfach mal einen kleinen Zeitraffer.
jetzt von dieser Folge von Minecraft Hub. Future Daniel ist jetzt schon weg. Aber hier könnt ihr so mal unsere schönen Farben im Hintergrund sehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video oder schaut auf dem Kanal vorbei. Und die anderen Teilnehmer sind in der Beschreibung verlinkt. Haut rein und ciao. Ciao.